Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen, Friends. Wir sind in der Premiere drin zu Apache mit Wodka und Lamborghini Doors vom Kapitel 2 von Too Sad to Disco. Wir haben noch einen Track von der letzten EP offen, den wir uns die Tage geben werden. Jetzt bin ich aber erst einmal sehr gespannt. Die Melodie kennt man schon, oder? Die ist gesampled aus irgendwas. Okay, wir haben dasselbe Setting vom letzten Mal noch. Hey du da drüben, warum guckst du mich so an? Wir sitzen an der Bar, wir haben niemand was getan. Außer uns selbst, denn wir bechern Glas um Glas. Tanzen aus der Reihe, wir waren zu lange gefangen. Und deshalb bin ich... Oh, ich sag's aber, wie es ist. Das ist vom Feeling her viel, viel besser als beim letzten Mal. Das hat mir ja gar nicht so gefallen. Too Sad to Disco mittlerweile. Not bad, in my opinion. Aber der andere Track, den wir uns angehört hatten mit den High Notes, gar nicht so mein Jam bis jetzt. Vielleicht manchmal auch so aufbrausend. Sie beschwert sich, sie will, dass ich mich verbieg. Ich sehe auf Insta mit dir, würden so viel Frauen tauschen. Klappen wird's mit keiner, jeder kriegt, was er verdient. Mein Erfolg verdank ich keinem Zufall. Oh, das ist gut. Ist schön geschrieben, doch meine Uhr kostet 30 Gebrauch. Da scheiß ich doch drauf. Mm. So viel Last auf seinen jungen Schultern, so viel Druck in seinem Kopf, doch alle sagen ihm, Junge, du hältst es schon aus. Ja, ich halt es schon aus. Boah, ey, ich finde diese Art und Weise, wie er mit einer höheren Stimme das gedoubbelt hat, sehr, sehr angenehm. Und dass er diese... Von wo war diese Stimmlage? War die bei 2 Minuten, glaube ich? Bei 2 Minuten hatte er auch so eine flüsterige Stimmlage. Die finde ich hier sehr angenehm. Also gefällt mir vom ersten Eindruck viel, viel besser als die letzten Songs. Du hältst es schon aus. Ich halt es schon aus. Und immer wieder, wenn der Wodka in meine Seele knallt, vergiss ich, was mal war. Ich hab es mir geschworen, ich schwör's mir jedes Mal. Das sieht so nice aus. Oh mein Gott, wieder back to the roots. Also erstmal, ich fand jetzt auch da diese High Notes immer noch nicht angenehm. Ich mag das einfach nicht so gerne. Aber das ist nur meine personal opinion. Wenn ihr das fühlt, freut mich das für euch. Das Musikvideo ist wunderschön, Mann. Diese Zeitlupen, dass er in Zeitlupe, also dass er nicht in Zeitlupe ist, aber alles andere in Zeitlupe. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es sieht einfach nice aus. Und dass wir wieder hier sind, wo er auch bei... War es Ferrari Testarossa? Ich glaube schon. Unter anderem war bei ganz vielen anderen Musikvideos immer hier in dem Haus, glaube ich, wo er groß geworden ist. Bühne und ich krieg die Strophen sicher. Knopfhose oben ohne Silikone zittern. Im Kinderzimmer eingefescht, wo Visionen schimmern. Aus all die Kopfhörern wurde eine Millionenvilla. Sex mit deiner Schönheit. Oh mein Gott, das ist geil. Das sind die Parts, die ich von ihm liebe. Wo er über die Vergangenheit rappt und wie es jetzt ist. Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Einen Boden aus Marmor. Ich denke, es war der Alkohol, doch sie denkt, es war Amor. Mach mir nicht auf Fahrt. Oh, auch gute Zeile, Mann. Ich denke, es war der Alkohol und sie denkt, es war Amor. Gute Zeile. Du musst bei Großfamilien Bus bauen. Für 30.000 Euro trete ich nicht in deinem Club auf. Ey, wer kennt Bus bauen noch? Freddy, Bus bauen. Legendenclip. Legendenclip damals. Wann war das? So 5., 6. Klasse. Alle haben das rumgeschickt irgendwie. Gute Zeiten. Du musst bei Großfamilien Bus bauen. Für 30.000 Euro trete ich nicht in deinem Club auf. Mein Erfolg verdanke ich keinem Zufall. Deine Kritik ist schön geschrieben, doch meine Uhr kostet 30 Gebrauch. Da scheiß ich doch drauf. Die Melodie gefällt mir. So viel Last auf seinen jungen Schultern, so viel Druck in seinem Kopf, doch alle sagen ihm, Junge, du hältst es schon noch. Das ist auch schön dargestellt, wie an der Bar alle so gefesselt sind quasi und ihrem Kopf gefangen sind durch den Alkohol. Ja, ich halt es schon noch. Und immer wieder, wenn der Wodka in meine Seele knallt, vergiss ich bis mal. Der Bass ist aber geil hier. Ich hab es mir geschworen, ich schwör's mir. Also bis jetzt, das ist vom Feeling her, von den anderen beiden Songs, die ich gehört habe, mein favorite one, also der beste der drei, die ich bis jetzt gehört habe. Und gefällt mir viel, viel mehr, trifft viel mehr meinen Geschmack als letztes Mal. Okay, jetzt haben wir den Change. Okay, haben wir noch keinen Change, aber gleich haben wir noch den Change zu Lamborghini Doors.
Das finde ich gerade auch action nice, muss ich sagen, den Übergang in den Switch. Ja, der Beat ist sehr angenehm. Ich krieg so ein bisschen Retro-80s-Vibes. Okay, jetzt. Lamborghini Doors. Ganz anderes Feeling. Kennst du schon die Geschichte vom 10. Stock? Vom Typ mit schwarzer Seele und der goldenen Glock. Die Haut hat ihn kaputt gemacht. Kofferraum ist voll, ey, yeah. Er hat noch nie geliebt, denn er wurde nie geliebt. Oh mein Gott, das hat so ein ganz komisches Feeling. Das hat ein ganz nicht deutsches Feeling gerade. Wisst ihr, was ich meine? Sowohl vom Sound her, aber auch gerade vom Musikvideo. Das hat ein sehr nicht deutsches Feeling. Weil ihm nichts anderes blieb, geht er raus und verkauft Liebe vom 10. Stock. Siehst du ihn knietief in seinem Loch. Bro. Viel zu los, Lamborghini Doss. Er rollt tief, tief, tief um seinen Block. Ey, Grover erstmal. Grover, Produktplatzierung hier, Grover. Kann ich sehr empfehlen, aber bei Grover, man kann so Technikprodukte testen, so mieten für ein, zwei Monate. Und ich empfehle das jedem, der überlegt, sich eine Oculus oder so zu kaufen. Mietet gerne eine Oculus, ich glaube, es kostet dann 50 Euro für einen Monat oder so, ist halt schon teuer immer noch, aber dann habt ihr sie einen Monat zum Testen und dann könnt ihr sie wieder zurückschicken, wenn ihr merkt, das ist es nicht so für euch. Habe ich damals gemacht, war sehr, eine sehr gute Entscheidung. Ey, mir gefällt der Beat hier enorm gut. Dieses unterschwellige, ruhige so ein bisschen. Ich mag das Musikvideo sehr gerne. Dieser Gelbstich, der hier drin ist, passt sehr nice. Hat einen sehr eigenen Stil. Ich mag aber auch hier wieder die High Notes nicht. Er rollt tief, tief, tief um seinen Block. So weit von Gott, jeder kennt sein Namen. Also das fühle ich nicht, diese hohen Stimmen. Tattoos verdecken lassen. Ich mag die Flow-Changes, die er hier hat. Ich mag die Flow-Changes und auch durch die Musikvideos, was für eine eigene Welt er quasi geschaffen hat. Die Lieferung zu spät zeigt ihm seine Daytona. Er ist so am Arsch. Er hat noch nie geliebt. Denn er wurde nie geliebt. Weil ihm nichts anderes blieb, geht er raus. Und verkauft Liebe vom 10. Stock. Es ist schon nice, es ist so ein nices Feeling irgendwie. Es kommen echt auch hier diese Cyberpunk-Vibes rüber. Viel zu los, Lamborghini Doss. Er rollt tief, tief, tief um seinen Block. Ey, der Typ sieht auch schön aus, Mann. Der sieht aus wie so ein Main-Character einfach. Weit von Gott, eben waren noch Sirenen in seinem Ohr. Ich glaube, ich habe hier gerade schon wieder so einen Flink-Boten gesehen, Digga. Kann das sein? Da ist wieder so ein Flink. Digga, Flink machen überall gerade Werbung. Ich habe auch schon 8 E-Mails bekommen von denen gefühlt. Aber das fühle ich gerade gar nicht. Also ich mag diese ganzen High Notes, bin ich gar kein Fan von. Da werde ich mich auch nicht dran verantworten können. Jetzt steht er auf dem Dach, Trainingsanzug Dior. Das finde ich einfach. Es wird einfach verunstaltet, Mann. Ich kann das nicht verstehen, warum gerade bei Künstlern wie Apache das denn so gemacht werden muss. Die Seele steigt empor auf dem Weg zu Gott. Vom 10. Stock. Er hat schon so eine schöne Stimme, wisst ihr? Tief in seinem Land. Viel zu los, Lamborghini Doss. Er rollt tief, tief, tief um seinen Block. So weit von Gott. Hook gefällt mir aber. Jeder kennt seinen Namen. Tattoos verdecken Lappen. Lamborghini Doss. Er rollt tief, tief, tief um seinen Block. Ist halt auch wieder ein klassischer Ohrwurm. Bleibt einfach im Kopf. So weit von Gott. Bleibt im Kopf. Nice, Mann. Okay, ey, jetzt haben wir hier mit Vodka und Lamborghini Doors Kapitel 2 von Too Sad to Disco. Too Sad to Disco quasi. Wir haben, glaube ich, noch so weit, haben wir, glaube ich, noch offen, den wir uns noch geben müssen vom letzten Mal.
den wir auch nachholen werden demnächst. Jetzt aber erstmal hierzu, gefällt mir von Viper deutlich besser. Der erste Track noch mehr, also Wodka gefällt mir noch besser. Wodka ist mein Favorite Track. Bei Lamborghini Doors habe ich halt diese High Notes wieder nicht gefühlt. Gerade das Ende fand ich echt katastrophal, denn irgendwie, wenn das so hochgepitcht wird und auseinandergenommen wird, bin ich gar kein Fan von. Finde ich schade irgendwie, weil es dann für mich meistens einen Track irgendwie nicht unhörbar macht, aber einfach komplett runterzieht nochmal am Ende, was ich schade finde. Ansonsten, ich habe Respekt für die Musikvideos. Beide sehr, sehr nice geworden wieder. Er hat es geschafft, so eine Welt damit, finde ich, mit den beiden Musikvideos jetzt zu machen, zu schaffen, die ich sehr gelungen fand. Die Ohrwurm-Hook hatten wir bei Lamborghini Doors auf jeden Fall. Ich fand den Beat bei Wodka eine Ecke nicer noch, mit dem Bass. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Ich finde die beiden Tracks auf jeden Fall besser als die beiden, die ich jetzt beim ersten Mal schon gehört habe. Wobei Too Sad to Disco mittlerweile, wie gesagt, not bad ist. Aber ich finde, die beiden sind für sich stehen stärker irgendwie. Haben mir mehr zugesagt. Das Ganze ist. Wodka ist produziert von Mixu und MacLoud und von Lee. Und Lamborghini Doors ist produziert bei Jumper. Ungewöhnliche Produzenten für Apache. Ey, freut mich aber. Vielleicht gefällt mir deswegen auch der erste Beat besser, weil ich allgemein ein sehr großer Fan von Mixu und MacLoud bin. Alright, ey, Freunde, lasst mal eure Meinung natürlich gerne in den Kommentaren da. Ansonsten bleibt gerne wach, es kommen noch ein, zwei Reactions online. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer natürlich und ciao.